Hallo und schön, dass du wieder da bist bei Zeichne dich schlau. Wir zeichnen heute kleine bunte Monster. Du brauchst wie immer nur Papier und Stifte und dann kann es auch schon losgehen. Ich zeichne heute einmal mit anderen Stiften. Im Rahmen einer Kooperation habe ich vom Z-Art Shop das Coloso 3-in-1 Gecko Stifte Set zugeschickt bekommen. Diese Stifte sind weiche Wachsmaler, Buntstifte und wasserlösliche Aquarellstifte in einem. Dann legen wir mal los. Hast du schon einmal ein Monster gesehen? Ist es vor dir gestanden und konnte es hüpfen oder sich im Kreise drehen? Wie sah es denn aus? Kannst du es mir sagen? Oder muss ich das Monster selber fragen? War der Körper eckig oder rund? Hatte es eine lustige Frisur und Spucke am Mund? Hatte es viele Arme und Beine, die im Winde wehen und so glubschige Augen, die dich gleich viermal ansehen? Oder war das Monster eher rund, mit einer Zackenfrisur und spitzen Zähnen im Mund? So ein wackelndes Auge auf dem Kopf, wo jeder denkt, es wäre ein Zopf? Hat es wackelige Beine und davon gleich drei? Schaut es dich komisch an? Hat es vielleicht Hunger für zwei? Wie könnte ein Monster denn eigentlich sein? Ich bin mir nicht sicher. Schaut es immer böse drein? Ist es vielleicht eckig wie ein Stern? Drückt es andere mit seinen vielen Armen, denn es hat jeden so gern? Hüpft es auf der Wiese und will eigentlich nur spielen? Sucht es Freunde und Spaß, steckt die Zunge hinaus und kann schielen? Ich glaube, ein Monster kann sein, wie es will. Ob freundlich, böse, lustig, laut, eckig, bunt, ob es ganz klein ist oder so groß wie noch nie. Das alles entscheidest du und deine Fantasie. Die Stifte von Coloso sind, wie schon erwähnt, wasserlösliche Aquarellstifte. Und das möchte ich natürlich auch gern bei meiner Zeichnung ausprobieren. Deshalb benutze ich Wasser und Pinsel. Durch das Vermalen mit Wasser bekommt meine Zeichnung nun einen tollen Aquarelleffekt. Und wir erzielen auch dadurch geschmeidige Farbverläufe. Ich finde, die Monster sehen ganz schön witzig aus. So, und nun bist du dran. Schnapp du dir deine Stifte und zeichne ein paar lustige Monster. Schick mir gerne deine Bilder und ich zeige sie meiner Community. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut!
Hat dir das Video gefallen? Dann gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal.